Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer ersten Folge von Minecraft Jurassic World. Lang ist's her, dass wir Minecraft gespielt haben, aber es wurde sich häufig von euch in den Kommentaren gewünscht und jetzt ist es endlich mal wieder soweit. Wir spielen Minecraft und zwar mit Dinosauriern, die ja schon ordentlich rumschreien und mega laut sind. Das hier sind Triceratopse, wie man unschwer erkennen kann. Ich weiß gar nicht, wie es beim letzten Mal war bei Minecraft Jurassic Park. Ob die da auch einfach wild gespawnt sind, die Dinos, oder ob die halt nur durch Fossilien wiederbelebt werden konnten. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe jetzt allerdings auch eine Mod installiert, dass die halt auch wirklich auf der Karte verteilt sind. Das heißt, wir müssen hier richtig, richtig vorsichtig sein, wem wir hier begegnen und wem wir am besten aus dem Weg gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Saurier ist da vorne. Sieht aber ehrlich gesagt nicht so böse aus. Wir schauen mal. Hallo. Ein Dryo ist das. Och, wie süß. Sehr, sehr schön. Können uns jetzt aber gar nicht so lange Zeit lassen, weil, ja, es wird ja irgendwann Nacht und dann spawnen natürlich auch böse, böse Viecher und, ja, auch böse Dinosaurier sind hier in der Gegend irgendwo. Also Rexies, Spinos, hier kann alles auf uns lauern. Hast du da eingeklemmt? Sind ja auch krasse Bäume hier. Zwei Stück sind das sogar. Die sind mega laut. Aber ich finde den Ort hier schon gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Bin halt hier gespawnt. Und ja, ist jetzt gar nicht so verkehrt hier so eine Wiese für den Anfang. Wir sollten vielleicht erstmal uns anfangen, schöne Werkzeuge herzustellen. Das kriegen wir hoffentlich alles noch hin. Erstmal so ein bisschen hacken. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hiervon brauchen. Ich glaube, 3 Stück oder so. Und dann können wir die ersten Sachen herstellen. Übrigens, das Modpack und alle Mods, die ich benutze, Texture Pack, Shader und, ist alles in der Videobeschreibung für euch, falls ihr da das Ganze auch mal ausprobieren wollt mit den Settings, die ich hier habe. Das könnt ihr dann gerne da vorbeischauen und das selber mal ausprobieren. Ich hoffe, ich kriege das hier noch alles einigermaßen hin. Ich spiele aber auch schon privat aktuell ein wenig Minecraft. Deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. Wir buddeln jetzt mal direkt nach unten und tun uns jetzt als allererstes ein bisschen Stein. Es wird übrigens so sein, dass ich im Überlebensmodus spiele und ab und zu dann, wenn wir bauen, auch mal in den Kreativmodus switchen werde. Allerdings gibt es dafür ein paar Regeln, damit das Ganze auch spannend bleibt. Nicht, dass ich dann später alles im Kreativmodus mache, das möchte ich nämlich nicht. Weil so ein bisschen Survival-Part soll auf alle Fälle noch gegeben sein. Das wäre ganz schön. Die Regeln werde ich dann erklären, wenn es soweit ist. Wir werden jetzt auch in der ersten Folge sogar schon in den Kreativmodus später wechseln. Unser erstes Haus. Das mache ich allein aus dem Grund, dass es ein bisschen schneller ist und für euch auch angenehmer ist zum Zuschauen. Das ist mir ganz wichtig. Weil ansonsten müsste ich das halt alles zusammenschneiden und ja, alles im Speedbuild und so machen. Das wäre nicht ganz so spannend. So kann ich wenigstens alles in Realtime bauen. Ist es für mich angenehmer, für euch angenehmer. Ich denke, da haben wir alle einen Vorteil von. So, machen wir erstmal hier so eine Spitzhacke draus. Was brauchen wir noch? Ein Schwert auf jeden Fall. Ich weiß, so viel Steinsachen sollten wir vielleicht gar nicht machen, aber ah, why not? Schaufel können wir auch noch mitmachen. Was gibt's noch? Oh, wir brauchen noch mehr Holz. Ach, das Wichtigste habe ich natürlich vergessen, die Axt. Das müssen wir doch nochmal so hacken, mit der bloßen Hand. Na, ist passiert. Hä? Okay, jetzt haben wir ihn. Perfekt. So, dann machen wir uns hier auch nochmal schnell die Dinger. Und dann können wir nochmal ein paar Stöcke machen. Und eine Axt. Passt sogar genau. Jetzt haben wir einmal alle wichtigen Tools durch. Das ist super. Und dann können wir hier auch nochmal ein bisschen Holz hacken. Die Zeit vergeht wirklich schnell. Da müssen wir echt vorsichtig sein. Das kann man immer ganz gut an der Sonne eigentlich sehen. Weil ihr seht jetzt, die ist schon relativ weit oben. Die ist von auf der Seite gestartet, jetzt hier hochgewandert. Wenn sie da untergeht, dann ist dunkel. Eigentlich müssen wir nochmal schnell irgendwie Fleisch mitnehmen. Das wäre ganz gut. Bevor wir jetzt uns hier in die erste Hülle bauen. Such mal eben irgendwie Tiere oder sowas. Das wäre nicht schlecht. Oh, wie cool. Das ist ein Para. Oh, wie schön.
Oh, war das der Sound von dem Para? Oha. Das ist ja cool. Ja, das Stadtgebiet ist super entspannt. Also Triceratops, Dryos, Paras, viel besser geht's gar nicht. Ich habe übrigens auch eine Minimap installiert. Die könnt ihr oben rechts sehen. Die kann ich auch größer machen. Und dann kann ich hier auch immer den Weg nach Hause finden. Das sehen wir auch immer an diesem Strich. Nicht, dass ihr euch wundert, was dieser Strich ist. Das habe ich gerade alles eingetragen. Oh, die Sonne geht schon unter. Wir haben nichts zu essen. No. Da ist eine Kuh. Och, perfekt. Tut mir leid, Kuh. Aber ich brauche dein Fleisch. Bräuchten eigentlich noch mehr. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Na, hier sind Hühner. Jetzt hätte ich jetzt die Dryos angegriffen. Aber dann doch lieber normale Tiere. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt hier im Dunkeln später auch fiese Dinosaurier, wie zum Beispiel Raptoren oder sowas, spawnen. Das kann sogar sein. Aber wir gehen jetzt erstmal Richtung zu Hause. Und dort werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen in die Erde buddeln. Und dann ja ein bisschen nach Ressourcen graben. Da gibt es dann auch sowas wie Fossilien und sowas. Und daraus kann man dann auch Dinosaurier extrahieren. Ich glaube, es spawnen auch gar nicht alle Dino-Arten. Also einige kann man, glaube ich, nur durch diese Fossilien und das Extrahieren dann wirklich erhalten. Da bin ich dann aber auch später sehr gespannt. Das müssen wir dann gemeinsam herausfinden. So, endlich zu Hause. Naja, zu Hause kann man das nur nicht nennen. Aber der Ort, wo wir unsere erste Hütte bauen werden. Kann auch gut sein, dass wir später noch umziehen. Aber wir gehen jetzt erstmal unter die Erde, damit wir nicht von fiesen Viechern überrascht werden und bauen hier zu. Besser ist das. Oh, ich habe gar keine Fackeln. Ups. Wir müssen nochmal kurz das Licht anlassen. Ich vergesse hier echt viele Sachen. Aber dem können wir sogar noch Abhilfe schaffen, glaube ich. Denn wir können nämlich erstmal das Teil hier platzieren. So, und jetzt brauchen wir nochmal ein bisschen Stein. Den hacken wir nochmal schnell. Und aus diesem Stein können wir dann unseren ersten Ofen zaubern. Und damit können wir dann sogar eigene Kohle erstmal herstellen. Ich mache jetzt hier erstmal den Ofen an und dann machen wir da oben dicht das Ganze. Wir können sogar hier die Holzspitzhacke benutzen. Und jetzt haben wir auch Licht. Schnell zumachen, bevor hier fiese Monster uns noch auf den Kopf fallen. Das wollen wir nicht. Jetzt müssen wir kurz abwarten, denn hieraus kommt jetzt Holzkohle. Und die können wir dann gleich zu einer Fackel verarbeiten. Ich mache hier nochmal ein bisschen weiter, dass wir noch mehr bekommen. So. Ach, sogar 4 Fackeln, das ist ja perfekt. Die können wir sogar jetzt auf Slot 2 packen. Das heißt, wir haben jetzt immer Licht dabei. Wir sollten allerdings hier trotzdem ausleuchten. Nicht, dass hier hinter uns noch irgendwas spawnt. Das wollen wir ja nicht. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen unter Tage und suchen jetzt hauptsächlich nach wertvollen Ressourcen, wie zum Beispiel Eisen, Kohle oder sogar die ersten Fossilien. Wobei wir damit jetzt noch nicht viel anfangen können, weil wir brauchen dafür noch ein paar andere Sachen. Nämlich irgendwelche Werkbänke und sowas. Okay, das ist Kohle. Das ist gut. Oh, sogar richtig viel Kohle. Ist immer ein schönes Gefühl, die erste Kohle zu finden. Später freut man sich da nicht mehr so drüber. Und der letzte Block. Ah, schön. 16 Stück. Nicht schlecht. Wir haben jetzt leider, glaube ich, nicht mehr so viel Holz. Ob's nochmal nach oben. Nee, aber wir haben jetzt hier noch Holzkohle rausbekommen. Haben sogar noch ein Holzding über, das ist gut. Können die jetzt aber hier reinballern und mal das erste Fleisch brutzeln. Dann mache ich hier nochmal Sticks, glaube ich, draus, dass wir noch mehr Fackeln bekommen. Das wäre ganz schön. So, 12 Stück. Packe ich auch mit zu. Okay. Und das erste Essen. Wir sind sogar schon runter auf 3. Können uns jetzt aber wieder voll machen. Und jetzt geht's weiter. Ab in die Mine. Ich glaube, ich habe gerade Lava gehört. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und Eisenerz, perfekt. Eisenerz brauchen wir. Weil Lava heißt eigentlich immer, dass irgendwie eine Höhle oder sowas in der Nähe ist. Und Höhlen geben uns dann auch mal ganz schnell gute Ressourcen. Oh, ein Fossil.
Erntbar X? Ich glaube, das heißt, mit meiner Spitzhacke geht das nicht, oder was? Wir probieren es mal aus. Oh, das geht so langsam. Ich glaube nicht. Nee, kaputt. Aber wir haben hier noch zwei weitere Blöcke. Das heißt, wir müssen mal eben nach oben nochmal. Hier dann unser Eisenerz brennen. Und aus diesem Eisenerz können wir dann gleich eine Eisenspitzhacke machen. Und damit können wir dann hoffentlich auch die Fossilien so weit abbauen. Das wäre echt praktisch. Richtig cool, dass wir schon unsere ersten Fossilien finden. Das Problem ist halt nur, dass wir da, glaube ich, echt irgendwie so Table für brauchen. Ich weiß gar nicht, wie das hier... Ja, es gibt hier ganz, ganz viele Sachen. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwelche Crafting-Table. Das sind ja alles die Sachen von dieser Dino-Mod. Also schon unglaublich viel, ganz viele Fossilien. Hier gibt es dann, glaube ich, auch irgendwo diese Crafting-Table. Hier sowas. Archäologie-Werkbank, Sieb, Behälter, was es da nicht alles gibt. Ich kenne mich damit auch gar nicht mehr aus. Ich bin gespannt, ob wir das dann hinbekommen. Gemeinsam. Das wird spannend. Aber ich glaube, in dieser Folge werden wir sowieso nicht unseren ersten Dino ausbrüten. Hier bin ich erstmal froh, wenn wir so ein paar Grundsachen haben und dann mit diesen Grundsachen unser erstes Haus bauen und ja, da dann erstmal glücklich und zufrieden sind. Das ist zumindest so das Ziel von dieser ersten Folge. Jetzt bin ich echt gespannt. Yes! Wir haben was rausbekommen. Nochmal. Biofossil. Ach ja, wir wissen jetzt noch gar nicht, was das ist. Das heißt, wir müssen das erstmal jetzt extrahieren in so einem Apparat. Und dann wissen wir erst, was für ein Fossil das wirklich ist. Das ist cool. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge dann ja, ein bisschen Spannung haben, was wir da gefunden haben. Oh, noch mehr Fossilien. Aber einige. Das ist gut. Reliktschrott. Pflanzenfossil. Ah, okay, das ist dann gar nicht von dem Dinosaurier, ne? Also es ist kein Pflanzenfresser, es ist einfach von irgendeiner Urzeitpflanze dann vermutlich. Dann hoffen wir mal, dass wieder Tag ist. Das wäre schön. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Ah, perfekt. Die Sonne geht gerade auf. Wir haben hier allerdings noch ein bisschen Eisen. 3 Stück. Das heißt, damit können wir uns auch nochmal was überlegen. Wir haben aber noch mehr jetzt gefunden zum Brennen. Das kann jetzt nochmal schnell nebenbei brennen. Während wir nochmal an die Oberfläche schnell dackeln. Ich wollte nämlich nochmal ein paar Sachen bauen. Wir brauchen nochmal ein bisschen Holz. Und dann gehen wir gleich sogar schon in den Kreativmodus und bauen unser erstes Haus. Oh, habe ich mich erschreckt. Ich dachte, er greift mich jetzt an, weil ich ihn aus Versehen geschlagen habe. Das wäre nicht so cool. So. Perfekt. Jetzt haben wir ein bisschen Holz. Und ich möchte jetzt aus diesem Holz nochmal schnell eine Truhe basteln. Sollte ich eigentlich auch alles hinkriegen. Die Truhe war, glaube ich, einfach so. Und dort können wir dann gleich alle unsere Sachen reinpacken. Und die Regeln für den Kreativmodus sind... Erstens, dass ich mein Inventar entleere. Werde ich jetzt mal eben schnell tun. Zweitens, dass ich mich gerade nicht im Kampf befinde. Und dass unten die Herzen und das Essen voll ist. Dann darf ich in den Kreativmodus wechseln. Das müsste Game Mode 1 sein. Genau. Jetzt kann ich mir nämlich hier umherfliegen und dann gleich ein bisschen bauen und alles mir auch ermogeln quasi an Materialien, Holz und sowas. Dabei ist auch noch wichtig, dass ich mir nur Sachen ermogeln werde, die ich für schön bauen verwende. Das heißt, ich werde mir jetzt nicht irgendwie Eisen oder irgendwas nehmen, was ich halt für eine Rüstung verwende, sondern wirklich nur Sachen, die ich fürs Bauen verwende, damit wir dann ein bisschen schneller vorankommen und das Ganze schön aussieht. Natürlich darf ich in diesem Modus auch nicht irgendwie rumfliegen und die Welt erkunden. Es geht halt wirklich lediglich darum, dass ich in dem Modus ein bisschen schneller bauen kann und dann das Ganze im Realtime-Part machen kann und mit euch quatschen kann. Dass ich das nicht alles im Speedbuild machen muss und mir mal die Sachen erfahren muss und sowas. Ist halt, wie gesagt, nur eine Sache, um das Ganze hier ein bisschen zu beschleunigen. Dadurch habe ich halt auch keinen Vorteil. Einziger Vorteil ist halt, dass ich hier ein wenig mehr Wert auf Schönbauen legen kann. So wie das hier. Das ist übrigens auch eine Mod, dass man so Schrägen und sowas bauen kann. Das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon verwendet. Müsste es jetzt auch noch passend dazu, ich glaube, das ist dann Englisch, Fences geben. Genau.
diagonale Zäune sind das jetzt sozusagen. Da kann man dann auch so machen. Ziemlich cool. Oh, ich muss das noch ein bisschen größer machen. Ich glaube, so ungefähr. Und dann hier das Schrägstück. Ja, ich habe mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wie mein erstes Haus aussehen soll. Aber das wird halt jetzt nichts mega Spektakuläres. Also erwartet da nicht zu viel. Aber ich gebe mir natürlich schon ein bisschen Mühe, dass es dann nicht allzu schäbig aussieht. Zumindest der Plan. Das kriegen wir aber, denke ich, hin. Das Holz finde ich ganz cool. Dazu vielleicht Eichenwände. Hier dann gleich noch eine Tür rein. Tür. Genau hier. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir nochmal so eine Treppe. Eichenholztreppe. Die können wir dann nochmal über Kopf machen. Und dann sieht das doch schon ganz interessant aus. Da oben drüber können wir sogar mal Glas machen. Sind natürlich auch alles Sachen, die ich weiß, wie man die herstellt. So Glasscheiben brennt man zum Beispiel aus Sand und sowas. Das ist mir alles bewusst. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir Sachen ercheate, wo ich nicht mal Plan habe, wie ich die selber bauen würde. Okay. Und da möchte ich jetzt eigentlich ein Dach oben drauf machen. Das wäre ganz cool. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Ich glaube so. Ich glaube, das könnte ganz gut klappen. Ich hoffe, das ist nicht zu hoch. Ich glaube nicht. Hey. Okay. Das wäre so die Dachgrundform. Und die würde ich jetzt einmal hier vor nochmal bauen. Das können wir dann gemeinsam machen und den Rest des Daches. Das mache ich dann mal eben so fertig und dann zeige ich euch das. Also spektakulär ist das jetzt nicht. Halt viel Friemelarbeit. Aber das ist ganz cool, dadurch, dass man diese Sachen benutzt, dass man dann nicht so viele Viereckchen hat. Das finde ich immer ganz nice. An diesen Mods, dass man Schrägen benutzen kann. Ich liebe es, in Minecraft zu bauen. Es funktioniert einfach wunderbar. Hier noch ein Stück runter. So bis hier. Sieht gut aus. Und dann entsteht nach und nach ein schönes Dach. Hier brauchen wir jetzt noch einmal normale oder solche Blöcke, kann ich auch nehmen. Die machen wir dann einmal hier hin. Und dann brauchen wir einmal ein Dachmaterial. Da könnten wir eigentlich schon fast Stein nehmen. Weil wir können jetzt einfach normalen Stein. Ich glaube, ich probiere mal diesen Stein aus. Damit können wir jetzt nämlich das ganze Dach einfach einfärben. Und da nimmt das auch nach und nach ein bisschen Form an. Dann seht ihr auch, wie das Ganze hier entsteht. Hier nochmal ein Stück hin. So. Und auch hier alles einfärben. Sehr schön. Hier ist es jetzt sogar so, dass wir das, glaube ich, wegmachen müssten. Genau wie hier und da. Und dann dort ganz normal das Holz hinmachen. Weil von vorne sollte man das jetzt eigentlich nicht mehr sehen. Nee, perfekt. Und jetzt sieht das Ganze doch schon so ein bisschen nach Haus aus. Solche Sachen wie Fackeln sind natürlich auch ein kleiner Vorteil, muss man sagen, wenn ich die so platziere. Aber ich werde da auch wirklich nur die platzieren, die dann sich an den Gebäuden befinden. Ich glaube, das ist okay, wenn ich mir die ermogel. Das soll auch noch gar nicht so eine riesige Butze werden. Also ich werde hier, glaube ich, mal sagen wir mal so bis hier gehen. Und danach hier in diese Richtung. Vielleicht noch einen Ticken. Für ein erstes Haus muss man ja auch nicht so übertreiben. Wie viel habe ich hier gemacht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, hier müssen wir auch auf jeden Fall eine ungerade Anzahl machen. 5 klingt ganz gut. 5 breit. Weil dann ist der Raum nur 3, ne? Dafür müssen ja auch wieder 7 breit gehen. Weil die Wand nimmt ja auch nochmal Platz weg. So, das Fundament vom Haus steht. Und jetzt müssen wir einmal ein bisschen weitermachen. Hier mache ich dann nochmal in die Ecke sowas. Hier auch schon mal die Pfosten hin. Hier genauso. Und auch hier an die Ecke.
Da können wir es dann hier genauso machen, damit das gleichmäßig später aussieht. Wir machen jetzt erstmal die Grundwände einmal drumherum. So, dann haben wir die Grundwände auch einmal. Die Musik geht gerade mega ab, hat richtig ihren Höhepunkt. Und dann können wir auch schon mal wieder die Dachgrundform machen. Weil die wird sich dann auch einmal hier komplett erstrecken über das Haus. Ihr seht jetzt aber auch schon, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, das Ganze im Kreativmodus zu machen, weil sonst hätte ich niemals solche Dächer oder sowas bauen können. Das wäre einfach viel zu aufwendig. Da hätte ich dann einfach ein Viereckhaus gemacht mit Flachdach. Und das wäre ja auch für euch zum Zuschauen nicht so schön und das Ergebnis wäre halt nicht so schön. Deshalb finde ich das voll in Ordnung, wenn wir das so machen. Oh, ich habe auch noch eine Idee für das Dach, glaube ich. Das können wir gleich auch nochmal ausprobieren. Ich mache jetzt hier erstmal nochmal weiter. Hier beim Dachbau gibt es sogar noch einige interessante Stellen, wo wir uns nochmal gemeinsam eine Lösung überlegen müssen. Natürlich hier zum Beispiel diese Übergänge. Müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das machen. Aber ich glaube, dafür gibt es auch ein Zwischenstück. Das müsste das hier sein, oder? Schauen wir mal kurz. Müssen wir es nur mal richtig platziert kriegen. Wenn ich mal wüsste, wie das geht. So, schon mal nicht. So. Das ist doch genau das Richtige, oder? Also so richtig gecheckt, wie man es jetzt platziert. Doch, jetzt habe ich es gecheckt. Das funktioniert, glaube ich. Ja, das ist ganz cool. Das heißt, das können wir dann so auch weiterführen. Das Einfärben vom Dach mache ich dann am Ende. Es ist teilweise mal ein bisschen knifflig, hier das Ganze zu platzieren. So, und jetzt nochmal von hier oben. Perfekt. Dann haben wir an dieser Stelle das Dach schon mal soweit fertig. Und jetzt wird es nochmal hier außen interessant. Da habe ich nämlich auch noch gar keinen Plan, wie man das da am besten löst. Bauen wir jetzt eben hier nochmal ein Stück weiter das Dach. Und dann können wir gleich mal gucken. Hier müsste man ja eigentlich genau andersrum runtergehen. Das heißt, hier mit so einem Stück, oder? Ist das richtig? In Minecraft so ein Dach zu bauen, ist halt auch schon ein bisschen crazy. Ich glaube ja. Dann müsste das eigentlich später hier so... Ah, wartet. Bis gleich. So, ne? Jetzt bin ich, glaube ich, richtig. Und dann... Noch ein weiter müssen wir. Genau. Und dann hier das Teil einsetzen. Und dann passt das halt wirklich. Das ist ja richtig cool. Und mit den Dingern kann man wirklich nice Dächer bauen. Ich bin ja sowieso großer Fan davon, wenn man mit solchen Schrägen und sowas arbeitet in Minecraft, dass es nicht mehr ganz so Kastenbausimulator ist. Aber ich weiß, dass auch viele dieses Kastenartige sehr, sehr mögen an Minecraft. Seid mir da bitte nicht böse, wenn ich dann auch das gerne mal umgehe mit Mods. Das mache ich immer ganz gerne. So, jetzt noch diese Lücke schließen. Und dann können wir das Dach einmal einfärben. So, perfekt. Sieht doch schon ganz cool aus. Vielleicht können wir da auch noch einen Schornstein oder so reinmachen. An der passenden Stelle. Das wäre auch noch ganz nice. Aber wir nehmen jetzt erstmal nochmal einen Stein. Na komm. Stein. Und zwar Steinziegel hatten wir genommen. Und da machen wir jetzt einmal außen den Rand entlang komplett. Dass wir den schon mal einfärben. Und dann können wir vielleicht das Innere nochmal in einer anderen Farbe oder sowas machen. Das könnte, glaube ich, ganz cool aussehen. Wenn wir da vielleicht nochmal Holz oder so nehmen, wäre das Dach auf jeden Fall ein bisschen interessanter, würde ich gerade sagen. Ich glaube, das oben mache ich auch nochmal mit Stein. Ich schaue mal, wie das aussieht. Wenn ich hier jetzt einen Teil Holz mache. Sieht eigentlich ganz cool aus. Machen wir mal weiter.
Dann wäre das Ganze so. Sieht doch schon ganz süß aus für ein erstes Haus. Ich will das hier auch mal schnell machen. Bleiben wir halt bei Eichenholz. So, hier das Ganze auch nochmal wiederholen. Gibt es auch nochmal viel einzufärben. Aber das geht ja zum Glück recht fix. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang die Videos so werden. Es kann auch wirklich mal sein, dass ein Video länger wird, das andere ein bisschen kürzer. Weil ich glaube, das ist schwer einzuschätzen, was ich dann im Endeffekt rausschneide und was nicht. Dann hier ein schönes Fenster oben rein. Noch mal kurz. Das können wir da, glaube ich, nicht ran. Wir müssen einmal hier, glaube ich, rein. So. Dann können wir das einmal dicht machen. Wieder raus. Perfekt. Und dann haben wir das Haus, den Grundriss, soweit schon mal fertig. Ich bin am Überlegen, ob wir hier jetzt vielleicht noch so einen Schornstein einsetzen. Das könnte halt auch funktionieren. Oder einen höher vielleicht. Hier so hin. Würde denn eher ein Schornstein sitzen? Optisch gesehen. Ich glaube, ich mache den runter. Ich glaube, das ist cooler. Ups, jetzt habe ich hier voll das falsche Material. Das hier wollte ich. Wir den so hoch machen ungefähr. Aber wir können ihn sogar da oben noch cooler machen. Ich habe eine sehr, sehr gute Idee. Gibt nämlich, glaube ich, so einen Trichter. Warte mal. Ja, nee, dafür müssen wir erstmal... Moment. Diese Platten hier benutzen. Den kann man nämlich auch noch coole Details setzen. Die müssen wir einmal hier ran platzieren, wenn das geht. Ich glaube, ich muss hier noch einen drauf machen. Und jetzt können wir die daran platzieren. Oh, sind die falschen Platten, kann das sein? Ah, die Dinger sind das, die großen. Ups. Nämlich die Druckplatten gewesen. Genau, diese will ich haben. Die müsste man nämlich, wenn mich nicht alles täuscht, gleich umklappen können. So. Ups. Muss mal kurz hier das wegschmeißen. Genau. Das wollte ich. Sehr gut. Und da können wir jetzt nochmal einen Trichter reinmachen. Wir könnten jetzt sogar noch mit diesen Platten hier dann die Details setzen. Wäre aber jetzt so die Feinarbeit. Da könnte man jetzt auch nochmal rübergehen und irgendwie zum Beispiel das Ganze schwarz färben. Das ist jetzt übrigens die Trichterfarbe, falls ihr euch fragt. Hier unten drunter könnte man das auch nochmal machen. Wenn man hier nochmal eine andere Farbe hinmacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schwarz die perfekte Farbe dafür ist. Kannst ja mal ausprobieren. Ich habe mich jetzt hier für eine andere Farbe nochmal entschieden. Nämlich hier Fichtenholz. Das ist ein ganz kleinen Ticken dunkler als dieses Eichenholz. Finde ich ganz cool, wenn da so ein bisschen Kontrast ist. Ganze nochmal ein bisschen interessanter aus. Ja, das gefällt mir eigentlich. Und dann könnten wir das hier eigentlich auch nochmal aus Fichtenholz machen, genauso wie den Zaun. Haben wir hier nochmal so ein paar Details, die ein wenig anders aussehen. Da muss ich jetzt nochmal eben nach Fans suchen. Dann müssen wir hier einmal den schrägen Zaun davon nehmen. Halt ein bisschen dunkler das Ganze. Die Tür könnte man auch noch ändern, aber die gefällt mir eigentlich ganz gut. Nehmen wir jetzt nochmal eine Treppe. Und ersetzen das nochmal. Na komm. So. Perfekt. Das sieht doch schon jetzt echt ganz cool aus. Wäre, glaube ich, auch ganz nice, wenn wir hier das Ganze auch nochmal anpassen, zumindest den oberen Teil vom Schornstein. Hier nochmal die Platten hinmachen. So, das Ding weg. Hochklappen. Trichter oben rein. Das Ganze dunkel färben. So,
Und zack, haben wir das Äußere von unserem ersten Haus soweit fertig. Finde ich ganz cool. Ist ganz schön, sich mal wieder auszutoben bei Minecraft so ein bisschen. Und ja, jetzt habt ihr, denke ich, mal gesehen, warum ich hier das Ganze im Kreativmodus mache. Dann kann man nämlich auch mal schnell so Sachen ersetzen. Allerdings ist es jetzt so, die Einrichtung und sowas, das sind ja alles Sachen, die ich dann auch benutze, wirklich, um das Spiel voranzubringen. Das werde ich dann alles selber machen. Wir können jetzt mal hier reingehen und uns mal umschauen. Sieht doch ganz geräumlich hier aus. Könnte von innen noch schöner sein. Aber das kriegen wir, denke ich, mal noch hin. Gerade die Decke und sowas. Fürs erste Haus ist es nicht schlecht. Wir brauchen definitiv ein Bett. Und wir brauchen noch ja, so ein paar andere Deko-Sachen und auch Werkbänke und. Aber Leute, ich denke, für die erste Folge sollte das ausreichen. Wir haben unser erstes Haus gebaut. Wir haben die ersten Dinosaurier gesehen. Und vor allem haben wir ein neues Abenteuer angefangen. Ich hoffe, das neue Format gefällt euch. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.